So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu die Siedler 1. Wir sind gerade in ein bisschen einer weirden Situation. Und zwar, unsere Gegner wollen irgendwie nicht so wirklich mit uns kämpfen. Das kann jetzt unsere unglaublich gefährliche Aura sein, die sie dazu bringt, so zu handeln. Oder es ist, ich weiß es nicht, aber sie wollen nicht kämpfen. Sie warten auf jeden Fall geduldigst, also wirklich absolut geduldigst ab. Und machen gar nichts. Und da wir ja wissen, dass es in dem Spiel so ist, dass die Verteidigung leichter ist wie der Angriff, ist es halt auch schwierig, sie zu schwächen. Ich meine, ich würde sagen, wir starten jetzt nochmal. Ich würde halt gern meine Leute wenigstens durch Generäle ersetzen. Das dauert halt Stunden, bis die ausgebildet sind. Und der Gegner macht einfach mit seinem Gold. Er will einfach nicht. Er will dieses Hex. Das heißt, sie können uns aber theoretisch auch gar nicht besiegen. Sie können natürlich warten, bis sie Tier 5, also halt Stufe 5, Ritter haben. Und sich dann überlegen, ob sie angreifen. Jetzt bringen sie die Schilde schon darüber. Und hier die Schwerter rein. Time, Freunde. It's time to attack again. Schauen wir mal. Dieses Mal mit einer stabilen Angriffsstärke oder einem Angriffsbonus von 61%. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Ob wir endlich die Gold- und Granitvorräte des Feindes erobern, zumindest teilweise. Da kann ich gar nicht sagen, was das bedeutet hat. Boom, baby! Und er hat nur einen drin. Keinen Verlust. Aber das ganze Gold ist bei ihm geblieben. Hallo. Wieso geht denn das nicht? Okay, ist versorgt. Ist auch versorgt. Alle relativ happy zu sein. Gut, dann Freunde. Ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber dann gibt es jetzt auch bald Granit bei uns. So. Sehr schön. Naja, ein guter Anfang. Wenn wir den Laden da unten einnehmen, dann haben wir sie bis aufs Hauptlager zurückgedrängt. Das ist doch schon mal gut. Zeigen wir mal die Stats. Den Violetten müssen wir auch mal zurechtweisen. Das ist... Das ist schlichtweg nicht gut, dass der hier Treibwasser will. Er hat auch nicht so die starke Sicherung, muss ich sagen. Die Frage ist, wo gehen wir da rein? Hier wäre doch ein guter Spot.
Wo ist der? Ach so. Jetzt bin ich fies, Freunde. Jetzt bin ich richtig fies. Ich habe hier zwar absolut keine Nahrung oben, aber egal. So, gut, dann next. Who's next? Ich würde sagen, wir schwächen den Violetten. Okay, die haben eine Fischhütte gebaut, das ist halb so wild. Ich weiß nicht, ob der hier pushen will, aber ich will auf jeden Fall den Violetten jetzt zurückdrängen. Marschier mir mal mit 4 Einheiten dahin. Boah, das sind ja super schlechte Einheiten da oben. Gut, sobald er fertig ist, können wir den auch abreißen wieder. Die haben irgendwie nur eine Also sie machen es uns in diesem 11. Level. Sorry, dass ich das so sage. Also es steht natürlich außer Frage, dass wir genial gespielt haben, aber die leisten ja teilweise gar keinen Widerstand. Das ist scheiße jetzt. Irgendwie kann man es ahnen. Es gibt so eine Schlagfolge, an der man das ahnen kann. Ich habe es schon öfter gesagt. Ja, das wird nix. War's das dann schon? Ich habe gedacht, ich greife mit 4 an. Das könnte was werden. Jetzt hätte ich gedacht, schaffen wir es. Okay, Freunde, das muss man natürlich jetzt erstmal wieder kompensieren. Da kam doch noch ein 4. Wir hatten doch noch den Kamikaze-Boy am Start und der hat es geregelt. Der hat es einfach geregelt. Okay, okay, Freunde. Nice. Nice, sehr nice. Der bringt uns hier vermutlich gar nichts mehr. Gute Arbeit geleistet. Sehr nice. Aber das gefällt mir auch nicht, was er hier für Spielchen treiben will. Und genau das meine ich, Freunde. So, jetzt. Jetzt sind wir an so einem Punkt gekommen, wo wir im Prinzip ja nur noch. Also, wir warten ja. Auf jeden Fall, eigentlich bräuchte ich noch eine zweite Eisenschmelze. Aber halt wo? Die Frage ist, Guck dich mal ein bisschen aus, Bruder.
Okay? Tob dich mal ein bisschen aus. Mach, was du möchtest. Aber nicht am Weg. Der Weg ist nicht das Problem. So, wenn er hier jetzt noch ein nee, der Weg ist getrennt. Er baut hier gar nichts. Passt. Haben wir noch Holzfäller? So viel Platz. Wenn es keinen Platz gibt, Freunde, dann machen wir uns Platz. Ganz einfach. So. Zack. Bisschen Terraforming jetzt hier. So, wie ist die Soldatenlage? Sehr stark, die ist sehr stark. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir unseren nächsten Nadelstich. Wir müssen auf jeden Fall auf die Goldvorkommen der Feinde gehen. Das ist halt nur Wüste hier. Auf geht's. Wenn wir das einnehmen, haben wir sein komplettes Goldvorkommen und der wehrt sich nicht. Er verstärkt auch seine Grenzen gar nicht. Er baut Kohle ab. Was ist das für ein Fehler in der Matrix bei denen? Sie haben Gold und Eisen, aber sie bauen weder das eine noch das andere ab. Was machen die denn? Kampfstärke bisher 67%, okay? Boah, bald schießt sie auch in die Höhe. Wenn die zweite Goldschmelze erstmal sitzt, Freunde. Ciao. Das wird nix. Ich trinke bei dem Spiel so viel. Wird auch nix. Ja, jetzt kommt der Doppelschlag. Zack, zack. Das ist, wenn die wir theoretisch 2-1 führen, dann kommt immer dieser Doppelschlag des Gegners. Eins, jetzt machen wir einen Hit und jetzt kommt wieder der Doppelhit. Das hat mich am Anfang so aufgeregt in den ersten Folgen. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mit Kamera gespielt habe, dass es so keinen Sinn machte. Ich weiß, da gibt es Prozentzahlen und Multiplikatoren, die das Ganze dann halbwegs funktionieren lassen. Aber das Ding ist, die haben nichts an Gold. Er regelt es halt jetzt. Er tritt ihm zweimal in die Fresse und macht das Ding.
So, das war ein dicker Batzenland, von dem er sich verabschieden hat dürfen. Wir haben hier theoretisch zu wenig Anbauflächen. Oh, der arbeitet auch. Das ist auch geil. Okay. Ja. Landtechnisch sind wir jetzt im Voraus. Gut, wir haben die Goldquelle. Wir haben keine Hacken, Freunde. Was ist los? Darf ich jetzt kurz? Weiter geht's. Das Granitbergwerk ist auch gebaut. Okay, was ist denn die ganze Zeit? Ach so, ja, noch mehr Gold. Geil. Als nächstes. gilt es auf jeden Fall, unsere lieben Freunde, die Violetten weiter zu schwächen. Es gab während des ganzen Levels nicht einen Angriff des Gegners. Nicht einen. Wollen wir noch einen machen, Freunde? Einen noch, oder? Ich würde sagen, die nächsten, die wir jetzt pushen müssen, sind die Violetten. Wenn wir auf die Stats gucken, sehen wir ganz klar, die Violetten haben nicht unbedingt mehr Land, aber mehr Gebäude, mehr militärische Stärke. Die sind gefährlicher, Freunde. Das ist stark. Das sollte er schaffen. Stark. Er macht es ziemlich ohne. So, da kommt der erste. Oh, da ist noch ein. Da sind zwei drin. Und da ist ein. Oh, da ist ein Stufe 5 Ritter. Ja. Ja, scheiße. Okay. Ja, er schlägt sich wacker, wer verliert. Da gibt's nichts zu holen. Überziehen wir ein bisschen, schauen wir ihm noch zu. Okay. Die wissen jetzt nicht, wer losziehen soll. So, danke. Es ist sehr nett von ihm, dass er den Gelehrten durchlässt. Achso, er wird gerade ersetzt. Ja, Theorie. Ja, sie könnten es schon schaffen, aber. Ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt gar nicht sagen, wer da gewinnt. So, das ist unser letzter Angreifer. Das ist Wahnsinn, wirklich. Das ist Wahnsinn. Du hast keine Chance. 75%. Die haben keine Verstärkung. Die müssten immer noch bei 20, maximal 25% sein. Ja, er macht ihn weg, Digga. Jawoll. Freunde, wichtiger Sieg.
geil. Und einen Fisch auch noch bekommen. Zack, der Fisch gehört uns. Geh weg von unserem Fisch, du kleiner Sack. Nice. Ja, das waren doch jetzt noch ein paar schöne Erfolge zum Abschluss. Freunde, ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Ich würde sagen, dieses Level haben wir voll und ganz im Griff. Und nächstes Mal schaffen wir es vielleicht schon. Mal gucken. Ich freue mich sehr drauf. Bis dahin, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.